Freunde, könnt ihr das sehen? Da ist Licht an. Ich schleiche mich da jetzt hin. Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris. Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf unserem Kanal. Ich bin nicht weit von meiner Heimat entfernt unterwegs und habe hier zwei Wohnhäuser entdeckt. Mein Begleiter und ich haben hier etwas entdeckt. Hier ist Licht in einem Nebengebäude. Leute, viel Spaß mit dem Abenteuer. Hier ist auch wieder so eine Art Kellerluke, Leute. Da wollte ich eben fast schon drauf treten. Was man hier noch sehen kann, ist diese Ofenwand. Hier ist schon alles vollgesprüht. Leute, ihr seht Fenster. Schön finde ich hier noch diese alten Verzierungen. Könnt ihr das sehen? Da hängt sogar noch eine Lampe. Ey, Leute, ich bin echt nervös. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Haus. Aber es muss seit Jahren unbewohnt sein. Hier schimmelt schon alles vor sich hin. Die Lampe hängt auf 7:30. Ja, sogar der Stromkasten. Leute, ist da noch... Da ist noch Strom drauf. Das glaube ich jetzt nicht. Leute, das Ding ist noch an den Strom angeklemmt. Das gibt's ja nicht. Der Hauptschalter ist oben. Das glaube ich ja nicht. Boah, Leute, hier mit dem Licht muss ich echt aufpassen. Also hier ist nicht mal mehr, ein Treppengeländer, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist komplett offen. Okay, krass. Das ist hübsch hier. Wow, Leute, schaut es euch an. Alles noch mit Holz verkleidet. Richtig, richtig schön. Und hier ist noch ein Zettel. Was steht da drauf? Ich liebe dich nicht, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe. Oh, das ist ja süß. Das ist voll verwinkelt. Ja, hier ist schon wieder alles so offen. Und hier ein Badezimmer. Und Leute, wie in vielen alten Lost Places, eine blaue Badewanne. Leider ist das Klo schon kaputt. Und was haben wir hier im letzten Raum? Oh, schön. Oh, Freunde, guck mal. Da hat man gleich das Gefühl, man ist in der Natur. Gepaart mit den Holzvertäfelungen hier echt nicht schlecht. Jo, ein kleiner Miniraum, aber guckt euch die Tapete an. Scheiße, da hinten sind Autos, Freunde. Die sehen uns hier leuchten, aber ich glaube, es interessiert hier keinen. Mal gucken, ob Licht noch geht. Nein, geht nicht. Freunde, das ist der Eingangsbereich. Zieht ihn euch mal rein. Alleine, das ist ja alles kaputt hier. Okay. Boah. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, Freunde. Jo, das nenne ich mal eine schöne Dusche. Eine schöne Sitzdusche. Schön tief ausgeschnitten, herrlich. Die Toilette ist auch schon weg. Hier haben wir noch Schränke, Leute. Es ist leider alles leer. Oh, nee. Da stehen noch alte Gummistiefel rum, tatsächlich. Wo sich gerade eine riesige Spinne dran zu schaffen macht. Lecker. Das ist auch wieder abgefahren. Das hat man früher so gemacht, Leute. Links, rechts ist einfach nur ein leerer Raum. Oh, krass. Ja, hier war mal ein Teppich drin, Freunde. Das hat man hier im Teppichkleber abgeklebt. Was ich hier krass finde, ist, hier hat sich einer aus der alten Tür einen Übergang gebaut zu diesem Gebäude, wo das Licht brennt. Aber ihr seht ja, es ist alles zu. Ups. Und Efeu beherbergt schwarze Spinnen. Das war definitiv die Küche. Man sieht es an diesen alten Fliesen, auch da unten. Es ist krass, Freunde, es ist krass. Steht einfach so mitten an der Straße, das Ding. Okay, Leute. Hier ist leider, ja, es ist natürlich in der Nähe einer Großstadt, vieles schon extrem randaliert worden. Hier fehlt wieder das Klo und auch hier wieder so eine Sitzdusche. Richtig hübsch. Auch so die Decke, wie das gemacht worden ist. Leute, ich weiß, dass ihr es wissen wollt. Ich will es auch wissen. Yo! Ein riesen Kellerloch, Leute. Aber ohne Scheiß, da kletter ich nicht rein. Das ist mir einfach zu gefährlich. Also machen wir das wieder zu. Wir kommen hier in einen Nebenraum, Leute, mit diesen grünen Fliesen. Hier ist Holzboden. Also doch, das Haus ist ziemlich, ziemlich alt. Hier hat auf jeden Fall mal ein Kamin gestanden. Das sieht man an der Verkleidung, an den Gefliesen. Und tatsächlich ist hier noch ein Spiegel mit Kleiderhaken. Oder vielleicht hat man da auch Kerzen reingemacht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin echt aufgeregt. So, Leute.
Ich bin hier eben lang gelaufen und bin da reingestürzt und habe mich echt erschrocken. Ich sag's immer wieder, Vorsicht. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine. Also Licht aus. Freunde, könnt ihr das sehen? Da ist Licht an. Ich schleiche mich da jetzt hin. Wir wissen nicht, was das ist. Also Freunde, ganz kurios, es ist niemand hier, aber hier brennt Licht. Ich würde sagen, wir machen das aus. Also Leute, ich gehe hier nicht in diesen Raum, weil wir lassen es an, weil ich einfach denke, vielleicht ist hier ein Bewegungsmelder, ich weiß es nicht. Ja. Hier ist noch ein alter Brunnen. Freunde, es ist ein ganz, ganz kurioses Ding hier, ganz kurios. Schaut mal hier, was wir hier noch haben. Hier ist eine alte Heizung. Sogar noch mit Öltanks. Krass. Und hier noch ganz alter Technik. Freunde, was mich echt erfüllt ist, dass das Licht hier einfach so brennt. Das habe ich noch auf keinem Lost Place gehabt. Auf keinem. Krass. Es ist so krass. Krass. Vorsichtig, du stehst auf einem Brunnen. Ja, wollte gerade sagen, pass du auch auf, da ist ein Brunnen, nicht, dass du reinballerst. Oh, Freunde. Oh, das sind locker 3 Meter. Ey, da will ich nicht reinknallen. Und du weißt ja auch nicht, wie der Boden da unten drauf ist. Hier sind noch überall so komische Bausachen. Es sieht aber aus, als wäre das schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Wir gehen hier jetzt mal rum. Ihr seht das, hier sind Dachschindel. Oh, eine Maus! Ja, krass, Leute, da ist eine Maus. Ich bin voller Schreck. Da ist sie. Krass, Leute, voller Schreck. Das war nur eine kleine süße Maus. Okay, was ist das für ein Schuppen, sag mal. Der ist ja schief und krumm, weil er wurde so gebaut. Freunde, das ist alles schief und krumm. Guckt euch das mal an, was ist das? Und alles voller Schiefernplatten hier. Und das ist alles Asbest, also das darf jetzt nicht zusammenkrachen. Um Himmels Willen. Wir sind in der Nähe vom anderen Haus und ihr seht, wir laufen durch die Gestrüpp. Jetzt ist hier wieder eine Tannenfront, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich gehe mal näher ran. Ja, hier liegt auf jeden Fall ganz viel Bauschutt rum. Hier und hier. Und oh, ich bin auf Plastik getreten, Freunde. So, Freunde, wir nähern uns dem Objekt. Und wie man sieht, ist der Schuppen hier komplett eingestürzt. Hier ist alles zugewuchert. Ich habe komplett nasse Füße. Ja, es ist ein altes Haus. Und man hat es komplett vergittert. Krass. Aber komplett. Dass man sich die Mühe für so ein olles Schrottding noch macht. Also Freunde, das Fahrrad, was hier steht, ja, es hat einen Platten. Aber es sieht noch nicht so alt aus. Krass. Das, was wir jetzt machen, macht ihr bitte, bitte nicht nach. Ich traue mir das zu, es hängt alles recht fest. Wir müssen hier unter durch, um ins Haus zu kommen. Wirklich, Leute, macht das, macht es nicht nach. Explizit. Da seht ihr das. Hier hängt das halbe Dach. Das ist der einzige Zugang, den es gab. Und wenn das Dach über uns jetzt runterkracht, dann ist finito. Also jetzt muss ich erst mal gucken, Spinnenkontrolle. Nix. Ah, mein Knie. Oh, fuck. Es wird klar, warum. Dieses Haus ist abrissbereit. Alleine diese alte Treppe. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hoch will. Ich werde mir jetzt erstmal die Beschaffenheit dieses Hauses angucken. Ja, ihr seht, hier ist definitiv kein Strom mehr drauf. Wobei Anschluss geht, aber daraus weitergeht, ist die nächste Frage. Das ist Holzboden.
Ihr wisst, ich habe immer Angst. Aber es hält. Und komisch, hier sind solche Rohrzangen. Oh, da geht's in den Keller. Der ist gemauert, Freunde. Oh Gott, das ist aber auch eine Kaschemme. Leute, das ist... Nee, nicht weitergehen. Hier, morsch, ihr hört's. Es ist Unterkeller, es wackelt. Ich filme von da drüben gleich da rein für euch. Weil guckt euch mal die Beschaffenheit der Decke an. Das ist ja lebensgefährlich. Also Leute, hier ist noch Inhalt. Aber ich denke, jedem von euch ist bewusst, dass das von einem Obdachlosen stammen wird. Da hat sich hier ein paar Bücher, da ist noch eine Pfanne. Also Leute, diese Beschaffenheit, ihr seht es, da oben auch wieder, komplett im Eimer. Komplett. Hier drückt sich der Boden durch. Oh, hier sind noch Videokassetten. Freunde, ich versuch's. Ja, ich kann hier stehen. Oh, da ist noch... Oh, da wackeln aber die Dielen. Seht ihr das? Da reißt schon der Boden ein. Das ist ein altes Gegensprechgerät für kleine Babys. Und hier sind noch Videokassetten. Das kann ich gar nicht lesen. Das ist irgendeine andere Sprache. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, kyrillisch. Freunde, ja. Ein paar Details, Videokassetten, wer weiß, was da drauf ist. Hier noch eine Kinderbuddel und ja, irgendwelche Kinderkleidung. Und da liegt alles voll mit Kleidung. Ganz kurios. Es ist alles sehr, sehr eklig hier. Oh, krass. Krass, da ist noch ein Zimmer. Freunde, ihr habt gesehen, dass das da unter kaputt war. Aber... Es war nur der Unterboden. Der Oberboden hält noch. Hier ist noch zu sehen, da waren mal Fliesen. Also Leute, ich bin hier wirklich... Oh, 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 Leute. Oh, oh. Extrem vorsichtig. Ja, was passt am besten? Wir haben gerade aktuell die Weihnachtszeit. Richtig, Weihnachtsbäume. In jedem Lost Place. Hier sogar noch ein ganz kleines Detail. Ein Legostein oder zwei besser gesagt. Und ein Lederschuh. Ach, na, warte mal. Siehst du das? Leute... ich bin mir gerade unsicher. Oh, ich will nicht durchkrachen. Ich will nicht durchkrachen, Leute. Ich will nicht. Oh Gott. Freunde, ich bin echt vorsichtig. Ihr seht diesen alten Herd. Hier ist tatsächlich noch ein Zimmer. Ich komme hier nur nicht rein, weil ich den Herd nicht verschieben mag. Deswegen mache ich es von hier. Da liegt eine Frauentasche. Da liegen Bücher. Da liegt eine Laptoptasche. Hier, also hier hat zuletzt noch jemand gehaust. Das war definitiv ein Zimmer. Da hinten hängt noch eine Lampe. Aber Leute, mit unter mir mit diesem kaputten Boden hier fühle ich mich nicht wohl, deswegen ganz vorsichtig zurück. Da ist der Boden durch, hier bricht es schon. Ich glaube, wir verpieseln uns hier. Hier ist auch Ende, ihr seht es da, Schluss. Krass. Also das ist definitiv schon ein Dead Place, würde ich jetzt sagen. Das ist nicht mal mehr ein Lost Place, das ist ein Dead Place. So, wir rollen in den Keller. Das Problem ist, Leute, Keller. Oh Gott. Okay. Nee. Okay, ich versuch's nochmal. Mein Kollege sagt gerade, das lohnt sich noch ein bisschen. Oh Gott, okay. Oh ja, hier sind ja noch wieder Videokassetten. Ohne Ende. Okay. Ja, der... Leute, hier steht noch einsam und allein. Ups, ein umgekippter Weihnachtsmann, ein Weihnachtssessel. Und hier auch eine Weihnachtsfigur, eine Weihnachtskugel. Ja, ihr wisst, sämtlicher Schmodderkram. Ich werde jetzt noch einmal in dieses Zimmer reinhalten für euch. Hier gehe ich definitiv nicht rüber bei dem Boden. Was ist das? Das ist auch noch so ein merkwürdiger Schalter. Oh, Freunde. Eingestürztes Dach. Da ist nichts mehr. Ich meine, ich war gerade... Ne. Leute, das könnt ihr sehen und hören. Der Boden ist komplett durch. Da hängt noch irgendwas. Aber... Da ist hier. Ja, guck mal hier. Das kannst du vergessen. Oh, Freunde. Das
das war mal eine ehemalige Wand. Oh, mein Knie leidet heute extrem, Freunde. Leute, ihr wisst, kommentieren, abonnieren, lamentieren, Glocke da lassen, Liebe da lassen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, wir fahren jetzt noch weiter. Wir haben jetzt noch was auf dem Schirm. Und ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao auf Elbköppe TV.